Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 15. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute auch wieder mit einem ganz interessanten Thema. Wenn Sie ein bisschen auf die Homepage geschaut haben, dann haben Sie da gelesen Gartenprojekt und Sinn. Also Gartenprojekt umschreibt, glaube ich, einen kleinen Teil von der heutigen Sendung, von den Hintergründen. Aber da kommen wir noch genauer dazu, beziehungsweise meine Studiegäste kommen noch genauer dazu. Ich darf heute im Studio begrüßen Miriam Hammer, Psychologin, Pädagogin, Weltreisende und. Auf das und kommen wir dann noch. Und Daniel Baumgarter, Biologe, Naturführer, Fachmann im Bereich Permakultur und auch in dem Bereich und. Aber da kommen wir auch noch schön dazu. Ja, Sie haben im Vorspann gehört, Sie können auch die Sendung nachhören unter www.sinn-los.at. Dort allerdings ohne Musik, hier in der Sendung, also hier live. Jetzt werden wir ein bisschen Musik auch einspielen, die meine Studiogäste hier mitgebracht haben. Also wenn Sie in Zukunft live mithören wollen, dann gehen Sie jeden ersten Donnerstag im Monat von 20 bis 21 Uhr auf www.freirad.at oder im Stadtgebiet Innsbruck auf 105,9. Oder im Kabelnetz auf Freirad. Ja, alle anderen auf YouTube, iTunes begrüße ich auch zur Sendung. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass man, wie die Vergangenheit einfach gezeigt hat, dass wir ein bisschen mehr wissen von unseren, von Ihren heutigen Studiogästen. Miriam, Daniel, Name? Miriam. Daniel Baumgart. Und wann seid ihr denn geboren? Am 10. September 1985. Und die am Tag nach dem Frühlingsanfang im Jahr 1982. Aha, okay. Was fällt euch denn zu aufgewachsen ein? Wie seid ihr denn aufgewachsen? Was war denn wichtig? Ich bin aufgewachsen mit sehr viel Freiheit, mit sehr viel Naturverbundenheit, sehr spielerisch. Und immer mit sehr vielen Leuten rund um mich herum. Wenn ich ans Aufwachsen denke, dann, ja, ich bin in einem mittelgroßen Dorf in Südtirol aufgewachsen. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich viel ans Spielen. Also Spielen mit den Freunden, an das freie und selbstorganisierte Spielen und Herumvagabundieren und Sporteln mit meinen Freunden. Okay, ja. Und verbindest du noch was mit deiner Kindheit, Miriam? Ja, vielleicht, dass wir auch immer viel mitmachen haben können, egal ob das jetzt, wenn die Mama irgendwie was gekocht, was gebacken hat oder wenn der Papa das Radl repariert hat, dass wir da mal einen Schrauben drehen haben können und ja, eigentlich sehr viel von früh an gut eingebunden waren, so in die verschiedenen Tätigkeiten. Okay. Also bei Borden ganz, ganz viel Leben eigentlich da in der Kindheit, gell? Ganz viel Unternehmenslust, so klingt es halt, gell? Und dann, nach der Kindheit, was war denn dann, Daniel? Hui, dann kommt die schwierige Zeit. Dann wird man so langsam erwachsen. Ich bin... wo die Pubertät so langsam nachgelassen hat und dann wieder ein bisschen klarer im Kopf wird, da habe ich gemerkt, habe ich mich wieder ein bisschen rückbesonnen auf das, was eigentlich in der Kindheit wichtig war und was dann für eine Zeit lang unwichtig geworden ist, nämlich das Draußensein, das im Freien sich beschäftigen, die sozialen Beziehungen. Und für mich hat sich herausgestellt, dass ich gern
irgendwas mit, wo es ums Leben geht, um das Lebendige, dass ich mich mit irgend sowas beschäftigen muss. Und weil irgendwie aus verschiedenen Gründen ist schon, bevor ich mir überhaupt diese Gedanken gemacht hatte, ist eigentlich schon festgestanden, dass ich auf die Uni gehen muss, weil das ist so, wenn man jetzt keine schlechten Noten in der Schule hat, dann macht man das so. Okay. Und ja, dann habe ich mir dazwischen diesem Angebot, das es auf der Uni gibt, habe ich mir Biologie ausgesucht für mich als Studium. In der Hoffnung, einfach da diese Leidenschaft für das Lebendige, für die Schönheit der Natur, der anderen Lebewesen, um dem weiter nachgehen zu können. Und ich war zu dieser Zeit noch sehr an der wissenschaftlichen Methode interessiert, am wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und habe so ein bisschen zum Studieren angefangen, im Ausblick, ich werde einmal ein Forscher und ich werde erforschen, was man jetzt besser machen kann auf der Welt und wie man die Welt schöner machen kann. Okay. Ein Forscher. Ja, okay. Bei dir, Miriam? Ja, mir kommt auch vor, durch diese ganzen Schuljahre und durch das doch oft strikten Systeme und Bedingungen, wo man dann so ein bisschen eingeworfen wird, ist man auch so ein bisschen das Lebendige oder halt das Freie irgendwie für ein paar Jahre genommen worden oder ist man halt ziemlich eingeschränkt worden. Und habe dann eben auch zu studieren angefangen, Psychologie und Pädagogik und wie dann fertig war, so überlegt, ja, wie geht's weiter? Was möchte ich in meinem Leben? Wo ist meine Leidenschaft? Und war dann ziemlich irgendwie, ich habe nicht genau gewusst, wie es weitergehen soll. Habe mich dann entschlossen, einfach mal ins Ausland zu fahren. Bin dann eben für ein Jahr in verschiedene Länder gereist und so ein bisschen auch über das Leben nachgedacht und wo wieder und wie weit ich weiterhin in diesem System oder in diesen ja, Strukturen drinnen bleiben will und habe dann eigentlich schon für mich beschlossen, dass das irgendwie, dass ich mich irgendwie wieder mehr freier irgendwie entfalten will und mehr selber gestalten und jetzt zum Beispiel nicht irgendwie eine Tätigkeit, ein Beruf, wo man einfach angestellt ist und seine genauen Stunden arbeiten muss und ziemlich genaue Strukturen vorgegeben hat und habe dann immer mehr einfach in verschiedene Projekte eingeschnuppert und jetzt haben wir jetzt eben bei einem Projekt im Waldhüttl gelandet, wo wir eigentlich wieder sehr viel gestalten, kreieren können und ja, wo es mir jetzt momentan einmal wirklich gut gefällt und bin schon gespannt, wie es dann noch weitere andere Projekte auf uns zukommen. Also meine Damen und Herren, Sie hören ganz interessante Studiogäste hier bei mir im Studio, ganz interessante Lebensgeschichten. Daniel der Forscher, der die Welt verändern möchte. Miriam, so diejenige, die sich einfach frei entfalten möchte, beziehungsweise auch, so wie ich raushöre, durch dein Weltreisen auch nochmal so andere Kulturen, andere Blickwinkel und ein bisschen Freiheit einfach auch kennengelernt hat und die einfach in ihr Leben wie so unter Anführungszeichen importieren oder erhalten will einfach auch. Ja. Okay. Ja. Meine Damen und Herren, am Anfang habe ich Ihnen jetzt gerade noch unterschlagen. Die Musik, die ich eingespielt habe, heißt The Garden Song von Urban Homestead Hootenanny. Das ist ein Garten. Projekt, wenn man so sagt, ein bisschen ein anderes Projekt, aber also eine Familie in, das habe ich nicht gefunden, wo in Amerika, in die USA, aber gehen Sie am besten unter YouTube, geben Sie das ein, der Gartensong, dann kommen Sie hin, da wird der Hintergrund ein bisschen beschrieben, ja, die haben einfach es satt gehabt, so in der Industriegesellschaft drinnen zu bleiben, haben gesagt, okay, bauen wir selber was auf, ernähren wir uns selber. Schauen wir, was für Bedingungen wir schaffen müssen. Und ja, da ist so das entstanden. Und das war so ein Lied von Ihnen, was Sie einfach da zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe einfach gedacht, so bei der Recherche vor der Sendung, das passt vielleicht ganz gut dazu. Ja? Meine Damen und Herren, wenn Sie mitreden wollen, wenn Sie Fragen stellen wollen, wenn Sie ja, irgendwelche Überlegungen einwerfen wollen, dann rufen Sie an.
Die Nummer hier im Studio wäre 0512 56 02 91 11. Ich wiederhole es Ihnen auch noch einmal. Gehen Sie Ihnen gerade einen Zettel holen. Also das wäre 0512 56 02 91 11. Dann kommen Sie zu uns im Studio. Vielleicht bevor wir jetzt auf die Hintergründe von dem Projekt eingehen, auch noch einmal, oder was heißt noch einmal, genau anschauen, wie überhaupt Miriam und Daniel drauf gekommen sind, so ein Gartenprojekt zu initiieren, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ihr das initiiert habt oder jemand anderer. Daniel, du hast mal einiges an Musik mitgespielt. Was täte denn jetzt passen? Ja, jetzt ist es noch heiß und es ist ein wunderschöner Sommertag. Ich finde, jetzt wird passen Baseko Koyate, wunderschöne westafrikanische Musik, ein bisschen was Ruhiges mit The River Tune. Ja, okay. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören die heutige Radiosendung der Sendereihe Der existierende Mensch mit dem Titel Gartenprojekt und Sinn. Davor hat es gerade so diesen existenziellen Steckbrief gegeben von Daniel und von der Miriam. Aber jetzt, glaube ich, möchten wir gerne hören ein bisschen Näheres zu dem Projekt. Das Projekt heißt ja Waldhüttelgarten. Wieso Waldhüttelgarten eigentlich? Also das Projekt heißt eigentlich Waldhüttel, also nochmal drüberstehend. Und so heißt einfach das Haus, wo wir drin wohnen. Und das Haus gehört im Stift Wilten und ist einfach uns zur Verfügung gestellt worden, um einen Platz für Roma, also Leute aus der Slowakei, eine Schlafstelle zu bieten. Und so sehen wir eigentlich auch die Roma als Hauptbegründer. Initiator ist der Yusuf Windischer und ganz viele Leute, also Vinzenzgemeinschaft und ganz viele andere Helferlein haben ihm geholfen, das Projekt aufzubauen. Und wir sind da sozusagen die sozialen Hausmeister vor Ort. Also wir wohnen einfach mit den Roma dort und schauen, dass einfach alles gut abläuft. Und sind dann eben dadurch, dass sehr viel Fläche rund um dieses Haus ist, sehr viel Grundstück da ist, haben wir uns einfach gedacht, es wäre eigentlich auch ein idealer Platz für einen Gemeinschaftsgarten. Und haben uns dann ein Konzept überlegt oder wie wir das aufbauen, was für Visionen da sind, wie wir das umsetzen können. Und haben das dann so ein bisschen an verschiedene Einrichtungen oder Bekannte oder Leute hinausgesendet und sind jetzt ungefähr 40 Gärtnerinnen, die einfach solche Tannenbeete haben. Also es geht um Integration und Vielfalt. Also es sind immer so zwei, drei Leute, die auf so ein Beet schauen. Und dann gibt es auch noch so Gemeinschaftsbeete, wo einfach jeder mithilft, so wie ein Kürbisfeld oder ein Kartoffelacker. Und ja, es ist Wahnsinn, wie viel da entsteht. Also wir haben das früher begonnen und jetzt blüht alles und ein Beet ist kreativer wie das andere und es ist wirklich ein wunderschöner Ort, wo auch die ganzen Spaziergänge, es ist ja in Mäntelberg, über dem Schloss Mäntelberg, wo immer viele Leute vorbeiwandern, immer so ganz erstaunt am Gartenzaun stehen bleiben und da schauen, was da gerade entsteht und wie bunt es ist und was für Vielfalt da ist. Und ja, es macht eine wahnsinnige Freude, einfach bei dem Projekt da teil zu sein und mitzugestalten und mit so vielen Leuten, die sich da alle wie mir auch nur alle freiwillig unentgeltlich engagieren, einfach da was aufzubauen. Ja, und wie kommt man da dazu? Du hast gesagt, okay, Roma-Projekt vom Stift Wilten initiiert. Aber seid ihr auf die Idee gekommen? Ist Stift auf die Idee gekommen? Auf die Idee ist der Yusuf Windischer gekommen, der ist Integrationshaus geleitet und hat dort die Roma schon gekannt, weil sie viele Jahre dort übernachtet haben in Containern, das war dann immer erlaubt, die Container haben sie abgebaut, dann waren sie teilweise in die Autos auch im Winter, wo sogar ihr Stirn am Fenster geklebt ist, also wirklich wilde Zustände und der hat dann einfach eine Herberge gesucht, wo die einfach unterkommen. Und da war, glaube ich, das auch mit den Brücken, oder? Was so in den Medien war, oder? Wo unter die Brücken Zelte aufgestellt worden sind und so, oder?
War das auch von dem her? Das war wieder ganz eine andere Gruppe Okay. von Leuten. Das waren in dem Fall ist es vor allem gegangen um Leute, die sehr temporär in Innsbruck waren, und die Roma, die jetzt bei uns, mit uns im Waldhüttl wohnen, die kommen zwar einmal vorübergehend, das heißt, die fahren ja wieder heim zu ihren Familien, aber sie kommen regelmäßig. Also Okay. sie kommen normalerweise in einem monatlichen Rhythmus nach Innsbruck und fahren dann auch wieder nach Hause nach Dornerla zu ihren Familien. Okay, ja. Und dieses Gartenprojekt, wenn ich es richtig verstanden habe, was sich dann so an das Waldhüttl dann so wie so dran gehängt hat, oder als wie das glaube ich, so klingt so, hat sich so ergeben, oder? Es war der Garten da, es war der Bereich da, oder? Und machen wir was draus. Ja, es hat sich ergeben, weil einfach viel Platz war und es sollte von vornherein einfach ein vielfältiges, ein buntes Projekt sein, nicht irgendwie ein Roma-Ghetto, wo halt wieder die Roma unter sich sind, sondern dass da wirklich ganz viele Leute zusammenkommen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Schichten und da einfach verschiedene Sachen kreieren. Also wir wollen einfach Platz für Musiker, für Künstler, für Gartenleute, für Veranstaltungen und dass da wirklich ja, ein lebendiges Projekt entsteht, wo einfach verschiedenste Möglichkeiten oder kleinere Projekte darin verwirklicht werden. Ja. Und Daniel, dein Herz so als Permakultur und als Naturführer, wie passt das so in das Projekt rein? Naja, ich habe als Permakulturmensch und Naturfreund einen kleinen Stempel vom Außenminister Okay. aufgedrückt gekriegt, und die Miriam mit ihrer guten Menschenkenntnis und mit ihren pädagogischen Fähigkeiten, denn der Innenministerin für das Okay. Projekt, das sind natürlich nur ein bisschen ja, lustige Arbeitstitel. Aber mich hat das natürlich gleich leidenschaftlich interessiert. Wenn ich an Ort sehe, dann habe ich in meiner Beschäftigung mit Permakultur gelernt, gleich mal schon die Möglichkeiten und die Visionen an dem Ort zu sehen. Normal sagen wir es eher, das klingt jetzt recht banal, ist es aber gar nicht, weil ich mache diese Erfahrung immer wieder mit Leuten, dass unsere Kultur sagt uns eher, wenn wir irgendwo hinkommen, dann hat er gleich mal nach Probleme zu suchen, und wir schauen, was passt nicht und was ist da nicht optimal und was sind die Hindernisse. Der Permakulturansatz ist ein bisschen anders. Der versucht, auch die Hindernisse oder die Probleme so umzuleiten oder einfach so zu nutzen, dass sich dadurch wieder Ressourcen ergeben für etwas Schönes. Und mir hat es einfach immer schon interessiert, im Land zu arbeiten, im Land was zu machen, mich zu erden und ganz nah dran zu kommen, da wo die Sachen herkommen. Und das ist eine Sache, die ich habe schon oft ans Auswandern gedacht und denke es auch immer noch, weil das mit dem Land was machen, ist ein Recht, das den Leuten in Tirol systematisch genommen worden ist. Okay. Also diese Möglichkeit, einfach das Land zu nutzen und mit dem Land zu arbeiten, das ist auf eine ganz, ganz, ganz kleine Bevölkerungsschicht beschränkt in Tirol. Aber der Rest der Bevölkerung ist eigentlich von der Landnutzung und von der Mitgestaltung her, wie unser Land ausschaut, vollkommen ausgeschlossen. Also wenn jemand einmal was probieren mag, wie das ist, dann muss er nur auf eine Mähwiese oder auf einen Acker einigen und dort versuchen, seinen Garten anzulegen. Das wird nicht funktionieren. Und ich finde es halt schade, dass die Leute wirklich durch diese Situation, dadurch, dass das bei uns wir eigentlich so eine Art feudales System haben, wo wirklich der Grund in den Händen von wenigen ist, die Mehrheit der Leute ausgeschlossen sind, das ist für mich eine riesen Gestaltungs- und Kreativitätsbremse irgendwo. Und meiner Meinung nach sollte man das wieder als Geburtsrecht, als Menschenrecht einfordern, unser Recht am Land zu leben und zu sein. Und man sieht meiner Meinung nach ganz gut, schon durch unser Gartenprojekt, das sich mittlerweile so wunderbar entwickelt. Da fragen uns oft die Leute, ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja unglaublich und wie habt ihr denn das noch gemacht und das ist ja wie ein Wunder, wie schön da jetzt halt ist.
nach den 2, 3 Monaten, was jetzt ins Land gezogen sind. Ich denke halt immer, das ist kein Wunder, das ist einfach nur das, was passiert, wenn man Leute an Antrieb haben und die was gern machen, wenn man denen einfach einen Rahmen gibt, wo sie sich entfalten und ein bisschen ausleben können. Und der Rahmen, der ist eben leider so selten da. Und deswegen sind so Sachen Wunder in der heutigen Zeit, wenn sie passieren. Aber ich glaube, das könnte der reine Alltag sein, wenn man nur diese Rahmen schaffen, diese Möglichkeiten schaffen, dass die Leute im ihnen innewohnenden Trieb, sich einfach zu verwirklichen, Schönes zu machen, zur Erde zurückzukommen, wenn man den Leuten diese Möglichkeit gibt. Ich finde es total lässig, so wie du das sagst, so mit diesem natürlichen Trieb, der was so da ist und einfach so die Freiheit und die Entfaltungsspielräume zu geben, gell? Ich denke mal, auf der einen Seite haben wir sowas, ich glaube, es ist ja in der Innenstadt so ein Projekt versucht worden, oder? So Richtung Urban Gardening. Das war zwischen, ja, ganz lapidar gesagt, zwischen Hochhäusern drinnen, oder? Eine Wiesenfläche, und die Leute haben gesagt, hey, wir möchten einen Garten anlegen. Und die sind aber kläglich gescheitert, gell? Also das ist irgendwie nicht gegangen. Ich weiß nicht, da wollten dann die einen da nicht aufgehen, dass da ihre Hundegasse gehen können und die Kinder dann spielen und sonst was. Ich glaube, ich war auch ganz viel Angst dahinter, ja. Ja. Wieso scheitert das eine und wieso ist eigentlich eures, als wir so ein Riesenerfolg, Miriam? Ja, eigentlich ist es ein Riesenerfolg, oder? Ja, ist ein Riesenerfolg. Ja, ich glaube, dadurch, dass wir einfach auch nicht so direkt in einem Wohnraum leben, also wir haben schon auch ein, zwei Nachbarhäuser, dann kommt gleich einmal der Wald, fühlen sich jetzt die Leute vielleicht nicht so ganz direkt, ja, bedroht ist vielleicht übertrieben, aber nicht, dass sie Angst haben, dass irgendwie sie den Raum verlieren oder vielleicht, was weiß ich, nicht mit dem Hund Gassi gehen können oder nicht parken können. Also glaube ich haben einen Vorteil einfach von, ja, von der Lokalität, wo wir sind. Aber ich denke eben, es gibt ein anderes Projekt, was gerade aufzeigt, eben wie viel so ein Garten nicht nur vom Ertrag her abwirft, sondern einfach auch, wie sehr die Leute da sich austauschen können und ja, kreieren können. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen auch in der Stadt mehr das Bewusstsein schafft und die Leute einfach auch einladet, sich das anzuschauen und dass das eigentlich eine Bereicherung für die ganze Umgebung ist, dann denke ich schon, hoffe ich, dass das auch in der Stadt immer mehr kommt, einfach solche Kleingärten, wo einfach die Leute zusammenkommen und da gemeinsam so kleine Projekte schaffen. Meine Damen und Herren, wenn Sie ein bisschen so die Sendungen verfolgt haben, dann sehen Sie und haben Sie am Anfang auch gehört, 15. Sendung, also es waren einige Sendungen schon. Und wenn ich mich da zurückerinnere an die eigentlich erste Sendung war zwar Konzepthintergründe, die zweite Sendung war dann im Prinzip die eigentlich erste Sendung, da ist es ja um Gemeinnützigkeit, Hilfsprojekte und Sinn gegangen. Und da waren zwei interessante Studiogäste bei mir und ein Studiogast, die Mui, die war via Interview dabei aus Kambodscha und die hat da ganz was Interessantes gesagt, was glaube ich da jetzt ganz gut reinpasst. Schauen, was ihr da dazu sagt, zum Thema Garten eigentlich. I was a teacher and I still am to some point. I try to do what I can, and this gives meaning to my life because I think everybody wants to feel they are useful, they can make a difference according to their means. And that's why I opened this school, because I thought that I was a teacher, so it was what I could do best. And this, being a teacher, I think opening a school is like, having a garden. You are like a gardener. So you work hard, but then when the garden blossoms, it makes you so happy, you understand? So the garden here is Cambodia. It's like humanity. You make it bloom instead of leaving it to the desert and to the jungle. And when you talk about Frank Victor, yeah, I've been reading about it, and he says that, the meaninglessness
is what makes people unhappy. And I think for me personally, that is true. I lived abroad, I lived in Europe in comfort and so on. But, you know, I didn't feel happy because life had no meaning for me. And meaning for me means that I'm useful to something, I'm useful to, you know, other people. I can make a difference. It's not just about living for oneself. Also wenn's genaueres noch zu der Mui und zur gesamten Sendung hören wollen, hören Sie rein, www.sinn-loser.de, da können Sie die alten Sendungen herunterladen und nachhören. Ja, was fällt euch denn dazu ein? Gibt es da irgendwo, wie gesagt, Kambodschen, ja, die Mui ist eine Lehrerin, ist weit in der Welt miteinander gereist und ist zurückgekommen nach Kambodschen und hat gesagt, ich baue was auf. Und in dem Sinn hat sie jetzt hat sie ihr Schulprojekt aufgebaut und schaut, dass sie das finanziert für Leute, die was sich sonst keine Schule leisten können, oder? Und mir hat irgendwie dieser Vergleich mit dem Garten, mit den Grundbedingungen zu schaffen und ja, also wie sie über ihren Zugang zum Leben einfach auch spricht, das hat mich sehr berührt. Wie geht's denn euch damit? Ich finde es, ich kann mich da zu 100% anschließen eigentlich. Ich finde es interessant, weil bevor ich heute in die Sendung dahergekommen bin, habe ich mir auch so selber ein bisschen Gedanken gemacht, was heißt das für mich Sinn und wo finde ich den Sinn, und habe versucht, Gedanken darüber mache ich mir eh schon die ganze Zeit, aber zu solchen Anlässen versucht man dann natürlich seine Gedanken auch ein bisschen zu ordnen, dass sie für andere Leute auch verdaubar sein. Und mir ist aufgefallen, wenn ich über Sinn nachdenke, dann kann ich den Sinn immer nur über Verbindung und über Beziehungen sehen. Also über die reine Existenz gibt es für mich keinen Sinn. Das ist jetzt eine Frage, das könnte man kulturell ein bisschen weiter spinnen. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft viele Leute in einer Sinnkrise sein oder eben auch den Sinn schwer finden und fühlen können, weil wir so isoliert sind und weil wir so auseinander verteilt sind. Also sei es jetzt im Sozialen, das heißt, wir sind als Menschen, seien unsere Beziehungen eigentlich untereinander, werden immer schwächer. Wir tun immer mehr von dem, was eigentlich die Gesellschaft zusammenhaltet, von dem starken Kitt und von der Freude sozialer Beziehungen, tun wir immer mehr durch sogenannte Dienstleistungen ersetzen und freuen uns dann, wenn die Wirtschaft wächst. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist dann halt, dass wir die Stärke und die Kraft eigentlich, die in diesen sozialen Beziehungen innewohnt, dass wir den immer spüren und dass uns da was fehlt. Und meiner Meinung nach muss der Gedanke noch viel weiter gehen über den menschlichen Bereich aus. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch haben wir uns Millionen verschiedener Arten von Mitlebewesen begleitet und wir haben immer unzählige Beziehungen zu all diesen Lebewesen gepflegt und aufrechterhalten. Und diese Beziehungen, glaube ich, waren es immer die, der in vielen Kulturen auch, die da erstens dem Leben Sinn geben und nicht nur dem Leben Sinn, sondern die auch das Weltbild erschaffen. Wir leben jetzt in einer Kultur, die ein Weltbild erschaffen hat, das das einzelne Teilchen, den einzelnen Mensch, der da isoliert im Universum als Kapsel rumschwebt, als Grundlage sieht, als der Baselstein, von dem alles aufgebaut wird. Es gibt genauso gut andere Kulturen, besonders bei vielen sogenannten Natives kennt man das, dass deren Weltbild erschaffen wird von den Beziehungen, die zwischen den Dingen und den Lebewesen sind und nicht von den Lebewesen selber. Und ja, deswegen, wenn ich mir jetzt selber auch für mich nach meinem Lebenssinn frage, da kann ich einfach nicht nur fragen, was tue ich gern, was ist meine Leidenschaft, wie kann ich mich verwirklichen, sondern für mich ist da automatisch immer dieses sich nach außen kehren und versuchen zu fühlen, was verlangen diese Beziehungen von mir und was brauchen die von mir? Wie kann ich mich da jetzt einbringen mit dem, was ich kann und mag,
dass insgesamt dieses ganze Beziehungsnetzwerk schön weiterläuft und schön ist. Ganz interessant, was du sagst, wenn man da schaut, zum Beispiel Leontief, das wäre russischer Sinnforscher aus Moskau, der sagt komplett das Gleiche. Der sagt, Meaning connecting people. Ja? Also das heißt, Sinn verbindet die Menschen und ohne Verbindung zwischen den Menschen kann ja kein Sinn da sein. Also, ja, also schön, ja. Wie ist das so in eure Erfahrungen von eurem Projekt, Miriam? Da, das Projekt ist ja ganz ein verbindendes Projekt. Ja, schon allein eben durch den Rahmen, was wir ein bisschen uns ausgedacht haben, dass eben verschiedene Leute zusammen an einem Beet irgendwie arbeiten und garten, glaube ich, schon ganz viel am Austausch. Und ich glaube sowieso, wenn man gemeinsam was schafft, dass das ganz viel Verbindung auch schafft. Und dadurch, dass einfach nicht von oben irgendwie gesagt wird, macht es das so oder so, sondern dass wirklich von den Leuten selber die Initiative und die Ideen kommen, dass sie das sich auch irgendwie als gestaltend fühlen. Das macht, glaube ich, nochmal viel aus. Und dass einfach jeder auch ohne, also wir haben jetzt nicht irgendein Budget oder so, sondern dass wir wirklich schauen, wie können wir gemeinsam Werkzeuge anschaffen oder wie können wir gemeinsam was reparieren oder wie können wir zusammen ein Festl oder so planen. Und ich glaube, das sind einfach alles so Sachen, wo die Leute näher kommen und wo man sieht, das tut jeder irgendwie aus Leidenschaft und nicht, weil er irgendwie angestellt ist oder bezahlt wird. Und das ist einfach, ist wirklich so Geschenkskultur auch in unserem Garten, wo man sagt, Mai, ich habe jetzt zu viel von dem Salat und dann gibt man dem Nachbarn was oder dass sie einfach sich austauschen, mal du mal mein Beet gießen, ich gehe jetzt auf Urlaub oder so. Und das, mir kommt echt vor, das wird einfach auch gern geholfen und gern geschenkt. Und durch dieses oft bedingungslose Geben oder Mitmachen oder dass man sieht, dass da halt jeder irgendwie seinen Beitrag gibt, dass dann auch nicht irgendwie viel erwartet wird. Und dadurch, glaube ich, wird einfach sehr viel das, die Gemeinsamkeit, die Gemeinschaft gestärkt. Und das funktioniert. Es funktioniert natürlich nicht immer und nicht in allen Bereichen. Und natürlich gibt es ein bisschen engagiertere und motiviertere Leute und die was mehr dieses Spirit von Schenken und Geben haben. Und manche, die was sich halt ein bisschen mehr eher schon auf ihre Familie oder auf ihren Bereich konzentrieren. Aber im Großen und Ganzen empfindet man schon, dass wirklich das gut funktioniert und dass die Leute wirklich auch offen sein und schon auch gern geben und mittun wollen. Okay. Sollen wir noch ein Lied einspielen? Können wir gern. Ja. Warum nicht? Wir haben vorhin davon geredet, dass viele Leute einsam sein. Lonely Boy von Taggy Matcha und Birdie Nixon. Lonely Boy. Sinn, Sinn. Gedanken mit Sinn. Für mich ist der Sinn, dass man dem Auftrag des Lebens folgt. Dass man eben, ich sage immer, diese Aufgaben, die man gestellt bekommt, dass man die durchführt. Dass man nicht wegschaut, sondern hinschaut. Sinn macht für mich Zufriedenheit, weil wenn ich nicht zufrieden bin, noch hat alles andere keinen Sinn und ich werde nie etwas finden. Sagen, okay, jetzt, nein, das hat auch wieder keinen Sinn, weil ich will wieder das und das hat auch keinen Sinn. Und wenn ich zufrieden bin, hat eigentlich alles gleich mal einen Sinn. Also für mich ist es immer dann am sinnvollsten, wenn ich das Gefühl habe, ich mache die Sachen, wo ich 100% dahinter stehen kann. Und ich bin von ganzem Herzen dabei. Das ist es eigentlich. Es ist so einfach, nicht mehr und nicht weniger und doch so groß zugleich. Das ist für mich sinnvoll. Sinn, Gedanken mit Sinn. Ja, die heutige Sendung von der existierende Mensch mit den beiden sozialen Hausmeistern Daniel
und Miriam. Wir haben jetzt, während die Musik gelaufen ist, so ein bisschen weiter geredet, meine Damen und Herren. Und da war jetzt ganz was Interessantes. Da war, wie war das, eine Geschenkskarten war das? Was ist das nochmal genau? Ja, das ist ein neues Element beim Projekt Waldhüttl und beim Waldhüttlgarten. Wir haben im Verlauf der letzten beiden Wochen eine große internationale Veranstaltung gehabt beim Waldhüttl. Das war sozusagen die internationale Premiere für das Projekt. Da sind Leute, die mit Jugendlichen arbeiten, aus 10 verschiedenen europäischen Ländern und eben auch schon Partnerländern, die über die über Kerneuropa aussiegen. So waren wir von Aserbaidschan bis Spanien, hat eine ganz breite Palette an jungen Erwachsenen vertreten. Und im Rahmen dieses Kurses, bei dem es eben gegangen ist, darum gegangen ist, eine konstruktivere und auch eine kreativere Herangehensweise an die Herausforderungen unserer Zeit zu finden und einfach eine einladende Zukunftsperspektive gemeinsam zu formulieren und zu schauen, welche Schritte können wir in die Richtung dann machen. Im Rahmen von diesem Trainingskurs ist in einer Praxiseinheit der Waldhüttlgarten erweitert worden. Es gibt jetzt in dem Bereich, wo der Natterer Seeweg vorbeigeht, das heißt, wo oft Leute vom Mäntelberg dann aufwärts Richtung Natters spazieren, vor dem Scheunentor gibt es jetzt einen Schenkgarten. Das heißt, wir haben da gemeinsam Beete angelegt und das Motto eigentlich, das hinter diesem Teil vom Garten stehen soll, ist das freie und bedingungslose Geschenk. Weil ich glaube, wenn ich mir für Geschenk sofort ein Gegengeschenk zurück erwarte, dann war es wahrscheinlich kein richtiges Geschenk, das was ich gemacht habe, sondern ein Geschenk, das definiert sich eigentlich dadurch, dass das freikommt und bedingungslos gegeben wird. Und die Idee eben dahinter war erstens ein bisschen eine Schnittstelle oder eine Kommunikationsstelle zu erschaffen zwischen unserem ja, sehr schönen Mikrokosmos, auf dem wir eigentlich sehr stolz sein mittlerweile, beim unser schönes Haus und den Garten und der Welt rundherum. Die Nachbarn, die Spaziergänger, die Leute, die uns besuchen kommen. Und wir wollen ein bisschen von dem Geist, der eigentlich weite Teile von unserem Leben jetzt da prägt oder tragt, wollen wir so als Kostprobe, würde ich mal sagen, auch nach außen zum Mitnehmen geben. Das heißt, es wird dann so ausschauen, dass dann sobald, momentan wächst leider noch nicht so viel, aber das wird noch. Wir werden heuer schon anfangen, den Geschenksgarten zu bepflanzen und nächstes Jahr wird er dann voll aufblühen. Es wird dann so ausschauen, dass jeder, der dort vorbeispaziert, das mitnehmen kann, was er braucht und auch, wenn er mag, was geben kann, was er mag. Und ja, wir werden jetzt bei unseren Gemeinschaftsgärtnerinnen und Gemeinschaftsgärtnern, wenn wir versuchen, auch da ein bisschen eine Gruppe zu bilden oder eine Struktur zu finden, dass wir einfach die Betreuung von diesem Gartenstück sicherstellen können, dass das immer schön ist und dass das dass immer was gibt da zum Mitnehmen. Und dann freuen wir uns auch schon auf die Reaktionen in die Gesichter der Menschen. Weil ich bin überzeugt davon, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht bei vielen ähnlichen Situationen, dass die Menschen oft sehr baff reagieren, wenn irgendwas passiert, was nicht ganz in die Art und Weise passt, wie sie sich die Welt erklären. Und ich finde, dass genau die Erlebnisse wichtig sein, weil ich glaube, es ist Zeit, dass man, dass diese Geschichte, diese Art und Weise, wie wir uns jetzt noch alle die Welt erklären, dass die so langsam ein bisschen verwässert wird und zusammenbricht und dass wir uns stattdessen zusammensitzen und da ein bisschen eine neue Geschichte schreiben zusammen. Das stimmt und hebt natürlich schon unsere Konsumwelt, gell, mit den Werten, so wie man so monetäre Werte nennt, so schon ein bisschen aus den Angeln. Gell. Also da kriege ich dann ein Geschenk und kann mir selber überlegen, ob ich einen Gegenwert gebe
oder nicht. Ganz, ganz unvoreingenommen, so wie du sagst, ohne Forderung von einem Gegenwert. Ja. Aha. Okay. Ja, schön. Ja, wow. Wow. wir haben jetzt noch, sage ich jetzt mal, ein paar Minuten, vielleicht 5 Minuten, gell? Meine Hörer und Hörerinnen, wenn es Näheres zu den zwei sozialen Hausmeistern mit ihrer Förderung, Forderung der Geschenkskultur einfach auch wissen wollen, gehen Sie auf die Homepage www.sinn-loser.de. Da finden Sie die Namen, da finden Sie auch die E-Mail-Adresse, stellen Sie einen Kontakt her. Wenn jemand jetzt Interesse hat, gell, wo könnte er mitmachen? Gibt es Möglichkeiten? Ich habe es gesagt, glaube ich, sogar am Samstag gibt es was, übermorgen. Mhm. Ja, also wir haben immer wieder so Gemeinschaftsaktionen, die wir dann einfach per E-Mail ausschreiben. Also kann man sich in unseren E-Mail-Newsletter eintragen. Und diesen Samstag, wir haben ja einen ziemlich großen Kartoffelacker angelegt und jetzt ist wieder mal Zeit zum Jäten. Und da sind wir natürlich froh, wenn ein paar tatkräftige Gärtner oder Interessierte vorbeischauen und da beim Jäten ein bisschen mithelfen. Es gibt auch andere Sachen wie ein bisschen die Wege, ist Unkraut wegzureißen und ja, so verschiedenste Kleinstarbeiten. Und ja, da ist jeder eingeladen, vorbeizuschauen. Die Adresse ist Natterer Seeweg Nummer 6. Man kommt sehr gut mit dem Bus M hin, also 10 Minuten, Viertelstunde und nachher nochmal ein bisschen durch den Wald hinauf. Und es ist auch jeden Samstag um 4 Uhr, wer sonst interessiert ist, einfach einmal das anzuschauen. Gibt es eine kleine Garten- und Hausführung und wird auch nochmal ein paar Sachen erklärt, auch zu den Roma oder zum Gemeinschaftsgarten. Ja, ist jeder herzlich eingeladen und sonst einfach persönlich per E-Mail Kontakt aufnehmen. Müssen die irgendwas kennen? Jetzt gerade beim Mithelfen, beim Jäten, gibt es da irgendwelche Vorkenntnisse oder vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, aber ich kenne mich nicht so gut aus im Garten. Könnt ihr genauso vorbeikommen und sagen, hey, ich möchte gerne helfen? Kann jeder kommen, sind keine Vorkenntnisse nötig. Es sind meistens, also beim Jäten ist es sehr einfach, aber es sind meistens Gärtnerinnen oder mir eh vor Ort. Und wenn jetzt jemand gar nicht weiß, wie schaut eine Kartoffel oder Unkraut aus, in dem Fall würde man sogar das kurz sagen oder klären. Und sonst, wir bauen jetzt gerade einen Hennenstall oder so, wenn es ein bisschen komplizierter wird, nachher wird man einfach kurz da eine kleine Einführung machen oder das einfach gemeinsam mit Neulingen zusammen angehen. Ja, schön. Wow. Ja. Genau. Okay, gut. Bevor wir das Abschlusslied einspielen, ich habe es gesagt, so von Manu de Lago. Wie heißt das Lied nochmal? Das Lied, ich glaube, das heißt Nothing is something worth doing. Okay. Aha. Also, wenn man manchmal ist nichts dran, etwas, was sich auch lohnt. Okay, gut. Möchtest du noch zum Schluss ein Wort, ein Satz den Hörer, Hörerinnen mit auf den Weg geben? Ja, vielleicht, dass man einfach seiner Leidenschaft, seinen Träumen folgt und sich nicht so sehr irgendwie einschränken lässt durch verschiedene Strukturen, existenziellen Ängsten und einfach an das Positive klappt und daran, dass man einfach sehr viel durch Eigenermächtigung und Selbstkreieren erschaffen kann. Okay. Ja, ich sage auch noch, gehen wir es an, machen wir was Schönes, zusammen alle. Ich würde mir einfach wünschen, dass das viel mehr Leute einfach auch ihre Ängste fallen lassen und ihre Zweifel ein bisschen versuchen fallen zu lassen und einfach mal was probieren. Mhm. Und einfach mal anstatt die Möglichkeit einer Veränderung in endlosen Diskussionen bis um 4 in der Früh weg zu argumentieren, einfach mal in der Früh aufzustehen und anfangen an einer Veränderung zu arbeiten. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, nur muss man halt einmal den ersten Schritt machen. Okay. Danke für die interessante Sendung. Sie hören, wir könnten über vieles reden. Vielleicht überrede ich ja die Studiogäste nochmal für eine nächste Sendung ins Studio zu kommen. Schauen wir mal. Schalten Sie wieder ein, hier bei der existierende Mensch. Die nächste Sendung am 6.9. Da geht es um das Thema Haustiere und Sinn.
Die Obfrau von Tierisch Glücklich wird da sein, Sabine Wolski. Und ich glaube, wird auch wieder ganz eine interessante Sendung werden. Ich wünsche Ihnen noch einen sinnvollen Abend.